Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Y-Bundle von Yesin. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Y von Yesin, das Ganze erscheint morgen am 18. Januar. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine durchsichtige Folie, in die der Inhalt hier so eingelegt, mehr oder weniger eingeschweißt ist. Und bevor wir das Ganze aus der Folie holen, schauen wir uns das Ganze mal an. Also wir haben hier so eine Folie mit so einer eigenartigen Struktur. Also es sind hier so ganz viele kleine, ich frage, ob man das hier sehen kann, ja, so ganz viele kleine Karos, also ganz eigene Struktur hier. Es ist komplett durchsichtig. Und auf der Rückseite haben wir dann noch einen Karton, der das Ganze eben in Form hält, damit hier nicht irgendwie die Vinyl oder irgendwas abknickt. Und noch einen Warnhinweis. So, was lesen wir hier? Okay, also wir haben das Ganze gleich mal auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Holländisch und das wahrscheinlich Chinesisch, Mandarin. Keine Ahnung. Okay, also wir lesen natürlich den deutschen Absatz und zwar lesen wir hier. Nur im Notfall öffnen, nicht öffnen, wenn. Alles scheint in Ordnung zu sein. Sie haben Angst vor Änderungen. Das Ende ist in ferner Zukunft. Einmal geöffnet, kann dieses Paket niemals wieder versiegelt werden. Yesin und oder normale Musik kann und wird nicht Garantie alles. Ja, das ist doch mal sauber übersetzt, vor allem der letzte Satz. Aber das ist echt in diesem Stil von diesen mehrsprachigen Bedienungsanleitungen. Also da sind solche, ich nenne es mal Stilfehler ja, auch immer dabei. Weiß ich nicht, ob das absichtlich ist als Stilmittel oder passiert ist. Naja, ist auf jeden Fall schön gemacht, hier dieser Warnhinweis. Und ist auch passend, denn dieses Bundle wurde beworben oder wurde verkauft unter der Bezeichnung Notfall Kit Premium Bundle. Gut, genug zur Verpackung oder genug zum Bundle an sich. Jetzt schauen wir mal hinein. Jetzt ist nur die Frage, wie man das am besten öffnet, denn ich befürchte, ja, ich hätte es natürlich gerne so geöffnet, dass man das Ganze möglichst ganz lässt, aber es ist hier oben irgendwie nicht aufzureißen und deswegen werden wir das Ganze mal aufschneiden. So, wir schneiden jetzt hier mal rein. So, ein sauberer Schnitt. Und jetzt können wir den Inhalt entnehmen. Sehr gut. Also, Folie mache ich mal zur Seite. Hier gibt es eigentlich, ja, hier gibt es nichts weiter zu sehen. Und jetzt kommen wir zum Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal, was ist das? Das dürften ja wohl die Instrumentals sein, in einer Papphülle. Dann haben wir das Album an sich in CD-Form. Dann haben wir hier eine 7-Inch Vinyl. Mit scheinbar, was lesen wir hier, Winter, okay, kommen wir noch dazu. Dann haben wir hier einen Sticker, zwei Sticker, das ist so eine Karte, also zwei Sticker, ein Kärtchen und, was haben wir hier noch, ein Streichholz, sehr schön. Und natürlich das Hauptstück, die Vinyl, die hier eben auf diesem Karton aufliegt. Und unter der Vinyl kommt auch noch ein Poster zum Vorschein. Dieser Karton und den Warnhinweis habe ich euch bereits gezeigt. Machen wir auch mal zur Seite. Und nachdem Folie noch um die Vinyl und um die CD ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, was lesen wir hier. Yesin Y inklusive Poster Booklet featuring Madness, Audio 88 und Casper. Jawohl. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir die Folie abbekommen. Einmal. So. Und dann haben wir auch noch die Vinyl ebenfalls eingeschweißt. Machen wir hier mal auf. So. Gut, ich glaube, damit hätten wir alles. Okay, das geht auch noch runter. Ich habe mir das irgendwie eingebildet, das wäre auf der Innenseite, also das wäre innerhalb der Folie, aber
war scheinbar außerhalb. Auch gut. So, und den Sticker der Vinyl will ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar, was lesen wir hier? Yesin Y Gatefold 2 LP 180 Gramm Vinyl inklusive Download featuring Madness Audio 88 und Casper. Sehr schön. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. In diesem Fall mit der CD. Zur Vinyl kommen wir danach. Machen wir mal zur Seite. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier ein Gesicht. Also es dürfte dann wohl, ich bin mir jetzt nicht sicher, es sieht etwas schwer aus unter der Folie, aber es kann gut sein. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Gesicht von Yesin ist. Und es sieht wirklich, also der Name ist Programm, es sieht wirklich nach einem Notfall aus. Denn es sieht so aus, als wäre der irgendwie unter einer Plastikfolie oder irgendwie gerade am Ersticken. Sieht auf jeden Fall heftiger aus, das Cover. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case. Hier der Balken ist entsprechend in weiß und grau-grün gehalten. Dann lesen wir hier auf der Seite, hier unten dann noch Yesin, ich hoffe, man kann das lesen, Y. Und auf der Rückseite, sehr spannend gestaltet vom Design her, so 3D-mäßig, so eine, wie so eine Banderole rundherum, haben wir die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 11 Tracks an der Zahl. Und wir haben, wie gesagt, 3 Features. Madness, Audio 88 und Casper. Und darunter noch einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Was man ja vielleicht gar nicht glauben mag, denn der gute Mann ist schon lange, lange dabei. Allerdings ist dies hier, Y, tatsächlich sein Debütalbum. Und zwar, also sein Solo-Debütalbum. Denn die meisten Alben, oder was heißt die meisten, alle Alben, die bis jetzt so erschienen sind, kamen ja gemeinsam mit Audio 88, also waren Collabo-Alben und deswegen ist Y das Solo-Debüt-Release. Gut, wie es uns versprochen wurde, haben wir hier ein Poster-Booklet. Wir haben hier drinnen nochmal hier diese Rolle mit, mit der Tracklist. Und dann kommt auch hier schon, ich hoffe, das ist spannend. Und zwar haben wir hier einmal den Interpreten abgebildet in einem grünen Gang mit Neonröhren beleuchtet. Sieht heftig aus. Darunter haben wir dann alle Tracks mit Texten abgedruckt, also hier wirklich Wort für Wort jeder Track abgetippt. Heftig. Gefällt mir richtig gut, also ich stehe generell sehr drauf, wenn man die Lyrics im Booklet verarbeitet, in welcher Form auch immer. So, was haben wir hier? Das sieht dann auch wieder nach dem Cover und noch irgendwie Notfall aus. Dann haben wir die Credits zum Album. Also hier oben links. Dann hier noch weitere Credits bzw. Danksagung. Dann hier noch die Credits, die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer war daran beteiligt, wer hat produziert, wer wurde gefeatured etc. Und hier noch weitere Credits. Gut, also schönes Booklet. Alles Wesentliche darin, wenn auch die Gestaltung vom etwas eigen ist, aber es ist alles dabei, Credits, die ganzen Track-Lyrics, also rein vom Inhalt her ist das Booklet sehr, sehr stark. Die CD in weiß und schwarz, ganz schlicht gehalten und auch hier wieder haben wir so Folien, so Plastikoptik. Gut, dann haben wir die Instrumentals zum Album, sieht so aus, also Cover ident wie auch auf dem regulären Album. Und auch hier haben wir dann 11 Tracks, also keine Skits oder Lückenfüller. 11 Tracks ergeben hier dann auch 11 Instrumentals. Die CD sieht ident aus wie die Album-CD, nur mit dem Zusatz Instrumentals. So sieht das aus. Kommt in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Dann haben wir natürlich auch noch das Album als Doppelvinyl vorliegen. Und zwar haben wir hier so ein Gatefold zum Aufklappen. Auch hier sind nochmal die ganzen Credits abgedruckt. Auf der Innenseite hier alles ersichtlich, unterlegt mit diversen Fotos. Auch hier wieder Yesin mit Plastik über dem Gesicht. Und dann werfen wir mal einen Blick in die linke Tasche. Und zwar haben wir hier einmal Vinyl Nummer 1 und einen Download-Code. So, dann machen wir auch nochmal Vinyl 2 raus. So,
Jawohl. Also, so sieht die Vinyl von hinten aus. Auch hier wieder Tracklist und Barcode. Und dann kommen wir natürlich zu den Vinyls. Was mir schon mal gut gefällt, die wurden bedruckt. Also es ist nicht so ein klassisches Vinylcover, also so Papierhülle, sondern wir haben hier wirklich auch nochmal Fotos, die wir auch schon aus dem Booklet kennen, hier abgedruckt. Einmal. Jawohl. Auf der Rückseite auch nochmal die gesamten Texte der darauf befindlichen Tracks. Also wir haben hier dann 5 Tracks auf dieser Seite hier abgedruckt. So sieht das aus, also ohne Ende Texte. Dann haben wir hier dann Vinyl Nummer 1. Sieht so aus. A-Seite. Dann haben wir die B-Seite. Die Vinyls sind klassisch in Schwarz gehalten, mit eben bedruckter Mitte. Klassisches Design. Und dann haben wir natürlich auch noch eine zweite Vinyl, eine zweite Hülle mit diesem Foto hier. Und auf der Rückseite ebenfalls wieder die Tracks. In dem Fall ja dann auch nochmal, also in diesem Fall dann die restlichen Tracks. So sieht das dann aus. Also hier die Tracks 6 bis 11 abgedruckt. So, auch hier natürlich eine Vinyl drin. Und zwar haben wir hier dann die C-Seite. Und auf der Rückseite, wow, okay, das ist krass. Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das heißt, diese D-Seite ist nicht bespielt, das heißt, es endet dann hier mit der C-Seite, aber man hat hier die D-Seite genutzt, um hier nochmal die ganzen Album-Credits bzw. diese Tracklist hier aufzudrucken, und das sieht ja richtig mächtig aus. Also sowas habe ich echt noch nie mehr im Leben gesehen, bin gerade echt geflasht. Heftig. Also sowas, Respekt, wer auch immer die Idee hatte, Endlevel. Hat noch nie gesehen, richtig krass. Gefällt mir unfassbar gut. Sehr schön, also das bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Dann haben wir passend zur Vinyl natürlich auch noch einen Album-Download-Code hier dabei. Hier kann man dann das Album runterladen. Ist insofern eine schöne Sache, weil die Vinyl wird natürlich auch so angeboten, ohne dieses Notfall-Kit-Premium-Bundle. Und wenn man sich die Vinyl kauft, hat man dadurch dann die Möglichkeit, das Album natürlich auch noch digital runterzuladen, falls man keinen Plattenspieler hat oder falls man das Ganze dann irgendwie am Handy mitnehmen möchte, was auch immer, am MP3-Player. Dann hat man mittels dieses Download-Codes die Möglichkeit dazu. Gut, dann haben wir hier noch eine kleine Info, so einen Zettel, wie man es kennt, irgendwie aus Flugzeugen oder so. Und zwar lesen wir hier Warning und dann haben wir hier so diverse Schreckensszenarien abgebildet. Also irgendwie, wenn ein Meteorit die Erde trifft, beziehungsweise wenn hier ein, ja, wenn der Sensenmann kommt. Interessant. Was lesen wir hier noch? In case of emergency, please don't panic. Follow these instructions and everything will be alright. Trust me. Okay, also, hier unter anderem Kassette zurückspulen mit Bleistift, kennen sich auch noch manche von euch, einen Sarg anzünden, alles klar, also diverse Szenarien hier und wie man damit umgeht. Dann haben wir noch einen weiteren Inhalt, auf den ich jetzt ehrlich gesagt nicht gefasst war, und zwar haben wir hier Winter Seite A und Winter Seite B. Ich muss ehrlich sagen, es sagt mir jetzt nichts, es dürfte sich um einen Song handeln, irgendeinen Bonustrack, denn wir haben hier auf der Seite B die Instrumentals, also die Instrumentalversion, und hier auf der Seite A den regulären Track. Lyrics, ihr seht, okay. Ja, bin ich sehr gespannt, vor allem von der Optik macht das was her, also kommt in so einer durchsichtigen Folie, in so einer Stecktasche. Allerdings ist das Ganze eine durchsichtige Vinyl, gefällt mir auch richtig gut. Netter Zusatzinhalt, also mit Vinyls bzw. mit kreativ gestalteten Vinyls wurde hier echt nicht gespart. Schön gemacht. Dann haben wir Sticker, und zwar haben wir hier zwei Stück. Einmal hier diesen im Querformat in Schwarz und Weiß gehalten. Nochmal hier die Tracklist, also das könnte man dann eventuell auch so
irgendwie rundum kleben, wie es dann auf dem Backcover immer zu sehen war. Dann haben wir einmal diesen Sticker hier, erinnert sehr stark an diese Anhänger vom Flughafen, wenn man irgendwie sein Gepäck aufgibt, dann bekommt man hier sowas. NM Airlines, also normale Musik, das ist das Label von Yesin. Und dann haben wir hier noch so eine Karte, das ist irgendwie wie so eine quadratische Autogrammkarte, Hochglanzoptik, Cover, allerdings nicht unterschrieben. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tourdaten zu Y jetzt bzw. Y live. Also hier die Dates, hier könnt ihr dann Yesin live sehen. Darüber hinaus haben wir noch eine Packung mit einer Reibfläche und einem Streichholz drin. Und zwar lesen wir hier in Using Case of Emergency Only. Okay. Also für den Notfall, was auch immer, falls man etwas anzünden möchte oder eine rauchen möchte, kann man hier dieses Streichholz verwenden. Ziemlich groß. Also wiegt auf jeden Fall hier ziemlich groß und die Reibfläche, also es dürfte echt funktionieren. Das ist nicht irgendwie so Spaß, sondern ein richtig funktionierendes Streichholz. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann noch ein Poster. Und zwar haben wir hier einmal, jawohl, wie soll das anders sein? Auch hier wieder die ganzen Infos in dieser Kreisform. Und auf der Rückseite, beziehungsweise auf der Vorderseite eigentlich, haben wir Yesin im Querformat mit Unterschrift. Also hier das Y ist mit schwarzem Marker unterschrieben worden. Und hier oben rechts sehen wir dann noch einen Meteoriten, der hier scheinbar auf die Erde zurast. Also das ist wohl in der Tat ein Notfall. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, beidseitig bedruckt, jeweils im Querformat plus Unterschrift. Dann dieser Infozettel hier mit diesen Überlebenstipps, Notfalltipps. Dann haben wir das Album einmal in der Vinylversion mit den beiden Vinyls. Die kommen in diesem Gatefold. Dann haben wir mit dabei die beiden Sticker, beide rechteckig. Dann diese Karte hier mit den Tourdaten und mit dem Cover nochmal, quadratisch. Diese Packung Streichhölzer mit einem Streichholz samt Reibfläche. Der Album Download Code. Die Bonus-Vinyl, die 7-Inch-Vinyl von dem Track Winter samt Instrumentalversion. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle und natürlich das Album an sich im Standard Jewelcase. Das alles in diesem wunderbaren Bundle von Yesin Y. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Yesin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.